Ja, nächster Versuch. Elektrisch, 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 elektrisch. Unser Elektrodumper, der noch nicht im Einsatz war. Und alle wissen, dass ich ein kompletter Elektro-Freak bin. Auch elektrisch hier. Das ist ein Segway für Arme, sage ich immer. Und wir hatten ja gestern hier Stromausfall. Haben selber ja eine ganze Menge Strom über PV-Anlagen und haben auch drei Radlader, die elektrisch laufen. Hi! Wir haben insgesamt über 20 Geräte, die elektrisch laufen, inklusive Elektrofahrzeuge, also Autos. Es gibt sogar hier diesen Traktor, der da ist. Gibt es elektrisch von Fendt. Und ich sehe die Herausforderung für mich persönlich an, was jetzt Elektrizität angeht, ja, den Strom zu speichern, weil wir haben im Sommer einfach so dermaßen viel Strom, da können wir gar nichts mitmachen und bekommen von zwei Anlagen auch so dermaßen wenig Geld für den Strom, dass es eigentlich ein schlechtes Geschäft ist. Genau, den hier, den kleinen Fendt, den 211er, gibt es tatsächlich von Fendt auch schon elektrisch, allerdings unter Volllast, glaube ich, wird der nicht den ganzen Tag halten. Dafür habe ich zu viel Erfahrung, was elektrische Fahrzeuge angeht. Also ich bin ein totaler Verfechter von nachhaltiger Energie und bin mir auch sicher, dass das funktionieren kann. Aber wir brauchen einfach die Möglichkeit, Strom zu speichern und Strom abzurufen. Gestern Abend, als dann hier alles black war, als wir unseren Blackout hier hatten, das war auf drei Ortsteile bezogen, dachte ich auch, ja, jetzt hast du Akkus im Keller, also wir speichern auch unseren Strom, den wir produzieren. Wir haben 21 kW seit 2015, funktioniert hervorragend. Allerdings hatten wir natürlich keine Sonne gestern, Akkus leer, Strom weg, dunkel. Wenn es jetzt andere Möglichkeiten gäbe, es gibt ja auch den Brandkalk und so weiter. Wir haben ja wirklich auch schon Versuche gemacht, Strom zu speichern. Der Christian Lohmeier auch, das ist ein totaler Freak für nachhaltige Energie. Und der hat auch ganz viele Versuche gemacht, aber wir haben es irgendwie noch nicht hingekriegt. Und ich denke, das ist irgendwie mal so eine Herausforderung oder so ein Ideensammelwerk, was man mal machen müsste. Ob es vielleicht schon jemand geschafft hat, wie er seine Energie speichern kann. Im Idealfall vom Sommer speichern, im Winter benutzen. Hier ist auch ein Radlader, ein elektrischer, ein Weidemann. Ich bin total überzeugt von den Radladern. Wir hatten hier, wann war das, letztes Jahr, vorletztes Jahr, irgendwann mal richtig kalt. Die ganzen Geräte sprangen nicht an oder hatten Schwierigkeiten. Die einzigen, die liefen, waren dann die elektrischen. Und natürlich sind die Akkus schneller leer, wenn es eisekalt ist. Sagt man so, bei den Autos würde ich schätzen, 20% weniger Kapazität habe ich dann, um die Weiten zu erreichen. Also 20% weniger Reichweite. Aber grundsätzlich bin ich ein totaler Fan von Elektro und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir haben genauso viel Verbrennungsmotoren natürlich hier auf dem Betrieb. Die Traktoren laufen mit Verbrennungsmotoren. Man schafft einfach nicht die Energie so komprimiert zu speichern, dass man ja mal 16 Stunden mit einem großen Traktor fahren kann. Und da muss aber dran gearbeitet werden. Und natürlich das System, wenn ich jetzt so viel Sonnenenergie habe, dass ich ins Netz abgeben kann, könnte ich ja natürlich auch zwischenspeichern in den Akkus von den Fahrzeugen, müsste den aber auch wieder rausziehen können. Und ich hoffe, dass sich da auch was tut in der Richtung. Aber das hätte uns gestern nicht gerettet. Dann hätte ich irgendwie eine Stromquelle haben müssen, wo ich Strom vom Sommer gespeichert hätte. Aber dem war nicht so. Was ich interessant finde, sind die Braunkohlegruben hier bei uns in der Gegend, weil da könnte man normalerweise mit Wasserkraft arbeiten und verschiedene Staustufen machen und vielleicht da die ganze Energie vom Sommer speichern. Aber das ist vielleicht eine Aufgabe für die Jugend. Ja, hier seht ihr auch Wasserkraft bei uns. Der Weiher hat sich gefüllt. Wir hatten extrem viel Wasser wieder die letzten Tage. Heute ist es ziemlich kühl geworden. Wir haben einen Temperatursturz auf 1 Grad. Und es ist sehr kalt geworden innerhalb von kurzer Zeit. Ja, die Krähen hier suchen gerade Walnüsse, lassen die dann
wenn sie welche finden und Hunger haben. Die meisten verstecken die und die anderen lassen sie einfach runterfallen, damit die kaputt gehen und fressen können. Ja, mit den Gedanken wollte ich euch nur mal auf den letzten Stand der Dinge bringen. Wie gesagt, Elektro bin ich absoluter Freak von. Nur die Schwierigkeit, die ich sehe, oder die Aufgabe, die Hauptaufgabe ist, Speichermedien zu finden, womit wir den Überschussstrom vom Sommer mit in den Winter nehmen können. Und dann könnten wir dezentral den Strom wieder zur Verfügung stellen oder selber benutzen. In dem Sinne, euch einen schönen Tag. Mal gucken, was der Tag heute bringt. Morgen bin ich auf jeden Fall wieder im Ahrtal. Wir sind beschäftigt im Moment mit den Vorbereitungen von Wilhelmshaven. Hört mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Hier ist eine Krähe, die hat ein Stimmbandproblem. Die ist schon relativ alt und die ist hier sehr treu bei uns. Ich hatte ja mal eine Krähe großgezogen und die war verletzt. Eine junge Krähe. Aber die habe ich leider dann irgendwann nie wieder gesehen. Ich habe die natürlich frei fliegen lassen. Und ich würde nie ein Wildtier jetzt hier bei uns fixieren oder festhalten, sondern die ist dann dem Natürlichen nachgegangen und keine Ahnung, wo sie jetzt lebt. In dem Sinne, macht's gut. Wir hören und sehen uns. Bis dann. Tschüss.